Es gibt Kriminalfälle, die lassen auch routinierte Polizisten jahrelang nicht los. So wie Anita Lange, Leiterin der Kripo Stendal. 10 Jahre hat sie damit verbracht, den Mord an der 7-jährigen Maria aufzuklären. Für die Polizistin, die selbst Mutter ist, ein Fall, der ihr auch jetzt, Jahre später, noch immer sehr nahe geht. Fotos der Spurensicherung der Mordkommission Magdeburg. Im November 1995 machen die Ermittler in diesem See einen grausamen Fund. Es ist die Leiche der 7-jährigen Maria, die seit 2 Wochen vermisst war. Noch einmal fahren die Kriminalisten Anita Lange und Michael Ulrich mit uns zurück an den damaligen Leichenfundort. So wie uns die Kollegen der Tauchergruppe das geschildert haben, war von hier oben wirklich nicht zu sehen, dass es sich um eine Leiche handelt. Es war ein Plastisack zu sehen und erst bei der Untersuchung dieses Sackes, bei der Bergung ist er dann auch aufgerissen, war relativ schnell klar, dass es sich hier um das gesuchte Kind handelt. Auch wenn man jetzt gehofft hat, wir finden das Kind und wir können weitere Ermittlungen durchführen, so ist doch die Betroffenheit ziemlich groß. Es ist der Morgen des 3. November 1995. Die 7-jährige Maria macht sich auf den Schulweg. Sie besucht die 2. Klasse der Grundschule in Haldensleben bei Magdeburg. Ja, wir befinden uns hier auf dem Schulweg, den Maria täglich gehen musste. Sie ist 7.10 Uhr von zu Hause losgegangen, hatte etwa 500 Meter bis zu ihrer Schule. 4 Stunden später zwischen Süblingen und Emden, wenige Kilometer entfernt von Marias Schule. Ein Förster macht an einer Landstraße einen seltsamen Fund. Im Gras liegt ein Kinderregenschirm und eine Schultasche. Darin Hefte, beschriftet mit dem Namen Maria und Schulbücher der Grundschule Haldensleben. Der Mann verständigt sofort die Schule. Die Direktorin hat bestätigt, dass Maria hier in der Schule beschult wird, aber an diesem Tag nicht zum Unterricht erschienen ist. Daraufhin hat sie dann die Eltern informiert und die Polizei. Marias Eltern sind entsetzt. Sie waren sich sicher, dass ihre Tochter in der Schule ist. Für die Polizei heißt es jetzt, schnell handeln. Sofort startet eine Suchaktion. Wie konnte Maria auf den 500 Metern Schulweg unbemerkt verschwinden? Noch am Abend des Verschwindens meldet sich ein erster Zeuge. Ein 13-jähriger Schüler hat am Morgen des 3.11. auf seinem Schulweg beobachtet, wie Maria von einem unbekannten Mann gezerrt und gezogen wurde. Er hatte zunächst vermutet, weil Maria geschrien hat, dass es der Vater ist und dass es dort etwas Stress gibt. So wie es aussieht, wurde die 7-jährige Maria auf ihrem Schulweg auf offener Straße entführt. Mit Hilfe des Schülers, der sich als Zeuge gemeldet hatte, erstellen Kommissarin Anita Lange und ihr Ermittlerteam ein Phantombild des Entführers. Der Junge beschreibt ihn folgendermaßen: 35 bis 45 Jahre alt, Schnurrbart, dunkle Haare, 1,75 bis 1,80 groß, ungepflegte Erscheinung. Überall werden Fahndungsplakate ausgehängt, in ganz Deutschland über den Fall berichtet. Knapp 2 Wochen suchen die Ermittler nach dem Mädchen. Als ein Taucher dann am 15. November 1995 in einem zugeschnürten Plastiksack in einem See Marias Leiche findet. Das Mädchen war teilweise bekleidet. In diesem Sack befanden sich dann auch die Schuhe des Mädchens und wir haben auch ein Stück grüne Wäscheleine in diesem Sack vorgefunden. Maria wurde umgebracht und ihre Leiche im See versenkt. Auf die Beamten kommt jetzt eine schwierige Aufgabe zu. Sie müssen die Eltern von Maria informieren. Es war unwahrscheinlich wichtig, ihnen erstmal Gewissheit zu geben, wir haben ihr Kind gefunden. Und es wird nicht mehr vermisst, es wird nicht mehr gesucht. Doch das Wasser des Teiches hat alle Spuren zerstört. Die Ermittlungen sind entsprechend schwierig. Die Obduktion ergibt, Maria wurde Opfer sexueller Gewalt. Nur 2 Tage nach dem Fund des Mädchens meldet sich ein Jäger bei den Ermittlern. Er hat eine Beobachtung gemacht, die der Kripo möglicherweise helfen könnte. Der Zeuge hat an diesem Hochstand Blutspuren entdeckt. Das Waldstück befindet sich nur 3 Kilometer vom Leichenfundort entfernt. Wurde Maria hier ermordet? Als Michael Ulrich eintrifft, findet er nicht nur die besagte Blutspur. Wir haben hier einen Teilschulabdruck gefunden, einer kleinen Markierung, die noch auszuwerten war. Wir haben einige Fasern gefunden, wir haben natürlich auch Blut gefunden, sehr viel Blut, was auch dem Mädchen zuzuordnen war. Für die Ermittler steht fest, auf diesem Hochstand spielte sich die grausame Tat ab. Es folgt eine für die Beamten nervenaufreibende Ermittlungszeit. Am Tatort können Haare sichergestellt werden, doch der technische Fortschritt ist noch nicht so weit, dass hieraus eine DNA ermittelt werden könnte. Ohne neue Ermittlungserkenntnisse kommen die Beamten nicht weiter. Die Ermittler Lange und Ulrich stehen unter Druck.
Das war ein 7-jähriges Mädchen. Sie wurde entführt, sie wurde vergewaltigt, sie wurde getötet, sie wurde versenkt im Wasser. Das ist schon eine Richtung, wo der Bürger sagt, wie kann sowas bei uns passieren? Warum tut die Polizei nichts? Es vergehen 6 Jahre. Im Frühjahr 2001 wird Lange dann auf neue Erkenntnisse in der Kriminaltechnik aufmerksam. Wir haben gemeinsam mit dem LKA über neue Methoden der Untersuchung von Haare Kenntnis erhalten. Wir hatten ein Haar. Endlich haben die Ermittler eine DNA aus dem gesicherten Haar des Mörders isolieren können. Kommissarin Anita Lange und die Staatsanwaltschaft Magdeburg veranlassen eine Massenspeichelprobe. Mehr als 2000 Menschen werden typisiert. Im Ergebnis dieser Untersuchung erhielten wir dann im August, genau am 24. August 2005, die Information und das Gutachten, dass es hier Übereinstimmung gab. Nach fast 9 Jahren Ermittlungen hat der Mörder von Maria endlich ein Gesicht. Die Speichelprobe des 49-jährigen Bernd N. stimmt mit der an einem Haar am Tatort gefundenen DNA überein. Er hat die Tat zugegeben. Er hat uns Täterwissen aufgezeigt. Am 7. April 2006 verurteilt das Landgericht Magdeburg Bernd N. zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die Mutter von Maria ist an dem Tag im Gericht. Ob mein Leben besser wird, weiß ich nicht. Aber das Kind hat endlich ihre wohlverdiente Ruhe gekriegt. Eine wichtige Frage bleibt nach dem Prozess dennoch offen. Warum gab niemand aus der Nachbarschaft des Täters einen Hinweis, trotz der Ähnlichkeit zum Phantombild? Das kann sich die Kriminaldirektorin bis heute nicht erklären. Dennoch haben es Anita Lange und ihr Team geschafft, den Mörder von Maria seiner gerechten Strafe zuzuführen.